Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder jede Menge einzelne kleine kurze Telefonschnipsel, die euch jede Menge Betrüger an der Telefonleitung präsentieren. Einzeln für ein Video waren sie leider zu kurz und dementsprechend habe ich sie euch hier zusammengefasst. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung, wo ihr kein Geld einzahlen werdet, mit diesen vielen einzelnen kleinen Telefonschnipseln. Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Gerald. Ja? Wollen Sie mich nicht mit dem Nachnamen ansprechen? Wie bitte? Ja, wollen Sie mich nicht mit meinem Nachnamen ansprechen? Ja, hallo. Mein Name ist Thomas. Ich bin Ihr Account-Manager. Ja, von wem sind Sie denn der Account-Manager? Ja, von dem. Ja, von wem? Von wem? Ja, das können Sie nicht beantworten, oder wie? Na, wahrscheinlich nicht. Mhm. Oh, ja, hallo. Etwas schlimm war mit Internetverbindung. Nee, Sie haben ein Mikrofon gestummt. Da war nichts mit der Internetverbindung. Das hat man gehört, dass Sie den Knopf gedrückt haben. Okay, so, Sie haben bei uns im Mediator... Ja, wer ist denn Sie? Wen möchten Sie denn sprechen? Ich möchte mit Sie sprechen, ja? Ja, und wer bin ich? Hm, wie bitte? Ja, wer bin ich denn? Aha. Also, haben Sie Ihnen eine Frage gestellt? Würden Sie bitte mal beantworten? Entschuldigung? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Würden Sie die bitte mal beantworten? Ja, genau. Ich habe eine. Also, kann es sein, dass Sie irgendwie geistig ein bisschen zurückgeblieben sind? Ja, nein, das ist okay. Ich habe Hab Ihnen eine Frage gestellt. Naja, und ich habe noch eine Frage. Ja, wen möchten Sie sprechen? Können Sie bitte noch einmal fragen? Ja, wen möchten Sie sprechen? Sie sprechen mit Account Manager. Und wen möchten Sie sprechen? Mit wem? Ja, wen möchten Sie sprechen? Wen möchten Sie sprechen? Was? Wiederholen Sie bitte nochmal Frage. Wen Sie sprechen möchten? Wem? Ja. Oh. Was? Also, Intelligenz ist nicht vorhanden, ne? Kommt da jetzt noch was oder muss dein Kollege dir jetzt erstmal alles wieder vorsagen? Du machst doch den Job jetzt schon etwas länger. Ja. Ich habe ja jetzt schon mehrfach gehört. Aber deine Intelligenz hat sich nicht verbessert und dein Deutsch auch nicht. Haben Sie Ihre Daten bei uns? Wen möchten Sie denn sprechen? Herr Gerl, haben Sie Ihre Daten hinterlassen? Wen möchten Sie denn sprechen? Ich möchte mit Ihnen über unsere Handelsplattform sprechen. Ja, und wer bin ich? Was? Ja, wer bin ich denn? Nicht. Ja, also woher wollen Sie denn wissen, dass Sie mit mir sprechen, wenn Sie vorher nicht mal abklären, ob Sie mit mir überhaupt sprechen wollen? Ja, aber Sie haben selbst wir rufen ja lieber auf eine Diskothek an mit Menschen, die kein Wort Deutsch können. Schöne Diskothek habt ihr da im Hintergrund. Ja, jetzt hat er keine Schule, aber Sie haben bei uns Ihre Daten hinterlassen, ja? Wen möchten Sie denn sprechen? Dann können wir ja mal abklären, ob ich die Daten hinterlassen habe. Ja, ich möchte mit Ihnen sprechen. Ja, so. Wen möchten Sie sprechen? Wen? Mit Ihnen? Ja, mit Ihnen natürlich. Ja, wer ist mit Ihnen? Wer ist denn mit Ihnen? Ihnen sprechen darüber. Ich heiße nicht Herr Ihnen. So heiße ich nicht. Dann haben Sie sich verfehlt. Sie heißen Gerald? Ja. Nee. Gerald, Gubersfeller. Ja. Was? Gerald Gubersfeller, ist das dein Name? Ich verstehe Sie nicht. Es ist viel zu laut bei Ihnen. Viel zu laut? Ja, die Musik könnte man mal ein bisschen leiser machen. Oder aus. Ja, Entschuldigung, für diese, aber... Naja, dann machen Sie mal ein bisschen leiser bei der Musik. Ich habe Sie richtig verstanden. Ja, ich warte so lange, bis die Musik leiser ist. Es ist schon der absolute Wahnsinn.
Also erstmal davon abgesehen, dass der aus einer gefühlten Diskothek da anruft, die Lautstärke ist ja wirklich unerträglich. Der Bass dröhnt aus den Boxen, die Mitarbeiter schreien im Hintergrund, es ist laut, da kann man sich doch gar nicht konzentrieren. Und die nächste Dreistigkeit ist einfach, der klärt ja nicht mal ab, ob er den Kunden am Telefon hat, der sich da angeblich auch in der Liste eingetragen hat, um den dann auch anzurufen. Herr Gerald ist ja nur ein Vorname und das kann ja auch definitiv nicht so der Kunde sein, wie er ihn, ja, wie der Kunde sich eingetragen hat. Ja, und das nächste ist, dass dieser nette Herr auch die ganze Zeit noch jemanden im Hintergrund sitzen hat, der ihm alles vorsagt. Also nach deutschem Datenschutzgesetz muss ich darüber unterrichtet werden, dass da noch ein weiterer Mitarbeiter zuhört, wenn er da nicht alleine am Telefon sitzt. Ja, und der Mitarbeiter im Hintergrund hat dem netten Typen am Telefon ja jedes Wort in den Mund gelegt. Konnte man ja direkt hier verstehen. Der absolute Wahnsinn. Und solche Leute wollen von euch Gelder verwalten, damit ihr reich werdet. Naja, dass das hier alles nur Betrug sein kann, ich glaube, das erübrigt sich hier von ganz alleine. Guten Tag. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Ich bin Lisa Weber am Apparat. Und ich rufe Ihnen an, wegen Sie haben Interesse gezeigt für Onlinehandel. Wen möchten Sie denn sprechen? Ich spreche mich mit Herrn Falster zu schlagen. Und mein Name ist Lisa Weber, ja? Ja. Und ich bin Ihre Account Manager und ich helfe Ihnen, mit Ihrem Konto zu aktivieren. Welches Konto? Es ist ein Konto, wo Sie können Online-Investitionen machen. Haben Sie da auch Bananen? Bitte? Ob Sie da auch Bananen haben? Ja, bitte noch einmal? Ja, mit der Salmonellenvergiftung gestern. Ja, es ist online und geht über diese Kryptowährungen wie Bitcoin. Haben Sie über es gehört? Wissen Sie, ich bin ja gestern spazieren gewesen und dann war da auf einmal so ein kleiner Käfer. Und dann hab ich da mal mir den Käfer mal beobachtet und dann dachte ich kann den vielleicht verstreicheln. Und, ja, und dann wann hab ich haben da einfach, Sie dann bin ich einfach mit meiner Hand näher gekommen und hab den Käfer streicheln wollen. Und dann ist der einfach weggeflogen. Einfach so. Ja, ohne mich zu fragen. Bitte? Ja, so einfach abgehauen. Okay, und wann haben Sie Zeit? So, wir können vielleicht einen Termin verlassen. Was? Wir können einen Termin für heute vereinbaren. Wegen dem Käfer jetzt, oder was? Kann man den denn streicheln? Bringen Sie den denn mit? Wir können zusammen einen Termin vereinbaren und ich gebe Ihnen mehr Infos über diese Online-Investitionen und über alles. Na dann erzählen Sie mal. Bitte? Na dann erzählen Sie mal. Ja, wir können es machen, aber haben Sie Zeit jetzt oder sind Sie zur Arbeit? Ich sitze gerade auf dem Klo, also habe ich Zeit. Sie haben Zeit jetzt? Ja, ich mache gerade eine Sitzung. Okay. Und haben Sie ein anderes Handy oder Computer dort? Na, Sie wollten mir doch jetzt was erklären. Ja, ich werde Ihnen alles erklären. Und wir müssen ein Programm herunterladen, wo Sie können alles Infos anschauen. Ja? Ja, vor der Praxis kommt ja erstmal die Theorie. Also gehen wir das jetzt erstmal trocken durch. Wir sind ja hier in Deutschland. Da macht man ja alles doppelt. Bitte? Ja, gehen wir erstmal trocken durch. Ja, es ist auch in Deutschland. Und jetzt, haben Sie iPhone oder eine Samsung? Gut, wollen Sie das wissen? Nein. Ich würde Ihnen mehr Infos erklären. Naja, aber dann brauchen Sie doch nicht mein Telefon wissen. Erklären Sie bitte? Doch Ihre. Bitte noch einmal? Ja, dann erklären Sie doch. Ja, ich will, aber Sie müssen ein Programm herunterladen, wo Sie können mehr Infos anschauen. Ohne Programm. Bitte? Wir erklären geht doch erstmal ohne Programm. Dann erklären Sie es doch jetzt mal. Ja, ich hab Ihnen schon erklärt. Nee, ich bin Ihre Account Managerin und helfe Ihnen, mit Ihrem Konto zu aktivieren, wo Sie können Online-Investitionen machen. Ja, und da wollten Sie mir jetzt was erklären, aber das haben Sie ja noch nicht. Okay, haben Sie WhatsApp mit der gleichen Nummer, so ich kann dort ein
die Auskunft schicken. Nee, sie soll mir die vorlesen. Ja, warum höre ich sie denn jetzt nicht? Ich soll mir jetzt was erklären. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Spreche ich mit Herr Pesta? Nee, Herr Zuschlagen. Ah, okay, in Ordnung. So, sagen Sie mir bitte, wofür sind Sie interessiert? Was soll ich denn interessiert sein? Bitte? Wer sind Sie denn jetzt überhaupt? Warum sind Sie denn jetzt am Telefon? So, ich bin Michael Adams am Apparat. Ja, und warum sind Sie jetzt am Apparat? Weil ich hab deine Mutter gefickt. Verpiss dich, Hurensohn. Also sind Sie Betrüger. Also der absolute Wahnsinn, was man hier wieder erlebt. Tja, da ruft euch eine Tradingbank an mit einer netten Ente, die da erst am Apparat ist und euch das Ohr ablutscht. Und direkt danach kommt der nette Kollege und beleidigt dann. Tja, also was das jetzt hier soll, weiß ich nicht. Ich meine, der Name Fester Zuschlagen, der ist übrigens aus den Kommentaren. Natürlich ist der irgendwie komisch, aber letztendlich ist das immer noch kein Grund, den Kunden an der anderen Seite der Leitung zu beleidigen. Denn das macht definitiv nur irgendein unseriöses Unternehmen. Eine seriöse Firma hätte sich jetzt hier freundlich verabschiedet und hätte das Ganze einfach sein gelassen. Tja, aber die Betrüger, die sind wohl mittlerweile so richtig genervt davon, dass da ständig Fake-Datensätze bei denen im Programm drin sind. Ja. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Lisa Weber am Apparat. Hallo. Wie geht's Ihnen heute? Mir geht's in Zücken, danke schön. Und selber? Bitte? Ja, mir geht's in Zücken, danke schön. Und selber? Hallo. Ja, da hatten wir die nette Schleimspur direkt nochmal dran für einen anderen Charakter. Und dadurch, dass sie meinen Akzent wohl dem Anschein nach nicht verstanden hat, hat sie das Gespräch hier direkt einfach beendet, ohne sich zu verabschieden. Tja, also wenn man den Betrügern es schwer machen möchte, dann geht man wohl am besten mit irgendeinem Akzent ans Telefon. Denn dann legen die meisten Betrüger direkt wieder auf. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Tag. Lisa Weber am Apparat. Spreche ich gerade mit Herr Günther? Das ist mein Vorname. Ja? Mit wem möchten Sie dann sprechen? Mit Ihnen. Ja, Sie haben ja meinen vollen Namen nicht genannt. Dann kann ich auch nicht wissen, ob Sie mich meinen. Aber das ist Ihr Vorname, ja? Ja, wen möchten Sie denn jetzt genau sprechen? Mit Ihnen. Nee, mit Ihnen ist ja kein Nachname. Okay. Stinkste. Stinkezee, ja? Ja. Okay, ich rufe Ihnen an, wegen Sie haben Interesse gezeigt für Onlinehandel. Ja, hallo? Ja, hallo? Und ich bin Ihre Account Managerin. Ich helfe Ihnen mit Ihrem Konto zu aktivieren und dann Sie können Online-Investitionen machen. Ja? Haben Sie mir verstanden? Machen Sie da jetzt immer eine Stunde Pause zwischen oder wollen Sie jetzt mal erzählen, warum Sie anrufen? Ja? Wann? Na, was ist denn jetzt der Grund Ihres Anrufs? Bitte? Danke. Herr Günther. Nein. Wie nein? Sie haben mich nicht mit meinem Vornamen anzusprechen. Okay, Herr Stinkesee. Ja. Können wir heute Ihr Konto aktivieren? Weiß ich nicht, ob Sie das können. Kommt ja ganz auf Ihre Intelligenz an. Geht über Onlinehandel. Und Sie können Investitionen machen. Ja? Ja, was denn, ja? Bitte? Danke. Und da hatten wir die Blitzbirne tatsächlich noch ein weiteres Mal in der Leitung. Tja, also ich weiß mal auch nicht. Der Name von der netten Mitarbeiterin ist ja ganz klar gefaked. Davon mal abgesehen, die Musik im Hintergrund lässt definitiv auch wieder darauf schließen, in welcher Firma wir da gelandet sind. Ja,
Und ich weiß nicht, warum die Betrügerfirmen irgendwie immer die schlimmsten Mitarbeiterinnen-Stimmen am Telefon haben müssen, die man so finden kann. Das ist schon absolut gruselig. Na, aber gut. Dem Anschein nach scheint das Modell ja trotzdem zu laufen. Das ist ja eben das Schlimme. Natürlich stellen wir hier die Anrufe relativ spaßig auf dem Kanal dar. Aber letztendlich geht's ja um ein relativ ernstes Thema. Die Menschen werden um ihr Geld betrogen. Von genau solchen Leuten hier. Tja, dass man da keine Gewinne machen kann in diesen Firmen, sollte eigentlich komplett klar sein. Aber die rufen immer weiter an. Ganz einfach, weil sie leider jede Menge Opfer finden, die da ihr Geld einzahlen. Teilt daher sehr gerne diese Videos hier mit euren Freunden, Familien, Verwandten, Bekannten, sodass niemand auch nur im Ansatz darauf reinfällt. Ja, man denkt jedes Mal, niemand aus meinem Umfeld fällt darauf rein. Aber es ist tatsächlich doch hin und wieder mal so. So auch bei mir im Umfeld. Natürlich hat da keiner eingezahlt von den Leuten, die ich persönlich kenne. Aber ein Freund von einem Freund hat dort eingezahlt. Tja, manchmal weiß man nicht, was man dazu noch sagen soll. Die Aussage dazu war, ja, der meinte, da kann man Bitcoin kaufen und der Bitcoin läuft ja so gut und das hat sich erstmal interessant angehört. Tja, das Problem ist, dass die sich auch da tatsächlich nie wieder gemeldet haben, nachdem die 250 Euro auf deren Konto eingegangen sind. Guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Stefan Meyer ist hier, grüße Sie erstmal. Und zwar, ich rufe heute an, um Ihnen ein paar Informationen über Online-Handel zu teilen, Online-Trading. Wissen Sie vielleicht, was es ist, oder haben Sie irgendwelche Erfahrungen damit gemacht? Wer möchten Sie denn sprechen? Mit Herrn Hartmut Knusprig. Knusprig, Knusprig, meinen Sie? Ja, genau. Ja. Sind Sie hier, ja? Mhm. Und zwar, wenn ich Sie fragen darf, wissen Sie überhaupt, was Online-Handel ist, oder haben Sie irgendwelche Erfahrungen gemacht? Nö. Online-Handel, ich erkläre ganz kurz, es geht ganz genau mit Kryptowährungen, Rohstoffen, Aktien, auf Deutsch zu sagen, Investitionen in der Börse, ja? Und ich wollte Ihnen ja dann ein bisschen erklären, wie das alles ganz genau funktioniert, ja? Na dann mal los. Okay, Online-Handel geht es zum Beispiel, ich nenne Ihnen ein Beispiel von Kryptowährungen. Und ich nehme es an, den berühmten Kryptowährungen, haben Sie auch schon mal vielleicht davon gehört, von Bitcoin? Nee. Bitcoin ist eine der berühmten Kryptowährungen zurzeit und es geht ganz genau jetzt mit dem Kauf und Verkauf von diesen Sachen. Ja? Aha. Und zum Beispiel, es funktioniert ganz genau, Sie würden ja Bitcoin zum Beispiel oder eine andere Kryptowährungen oder Aktien ist ja immer in Ihrer Hand, würden Sie das mit einem billigen Preis kaufen und nach einer Zeit würden Sie das mit einem höheren Preis verkaufen. Zum Beispiel nach einer Zeit, was heißt nach einer Zeit? Zum Beispiel nach 2-3 Tagen zum Beispiel, ja? Also Sie meinen, ich bereichere mich an dem Verlust anderer Menschen? Ja, also das wird es ja auch keinen Verlust geben, weil Sie würden dann auch einen Expert von unserem Unternehmen bekommen und Sie würden bei Ihnen versichert sein. Versichert? Ja, was heißt versichert? Also es kommt darauf an, Verluste kann man haben, zum Beispiel 10 Euro oder 20 Euro, aber nicht, dass Sie 100 oder 200 Euro verlieren. 10, 20 Euro zum Beispiel kann man Verluste haben, ja, aber größere Summen, nein, es wird ja auch nicht dazu kommen, dass Sie auch verlieren, wenn Sie auch mit einem von unseren Experten machen. Und natürlich, wenn Sie auch ja an unsere Experten zuhören, ja? Weil bei unseren Unternehmen, es ging auch so, wir hatten auch Kunden, die ja, der Experte hat gesagt, heute sollen Sie ja nicht zum Beispiel investieren, weil heute ist ja Risiko, heute erwarten wir, dass zum Beispiel die Kryptowährung senken. Die Kunden haben dann nicht auf den Experten gehört, die haben das Geld investiert, danach verloren, aber da hat ja keiner Schuld. Also wenn Sie auf den Experten nicht hören, dann hat ja keiner auch Schuld dann, ja? Woher weißt du das? Weil er bekommt die Informationen von Chicagos Börse und von Wall Street auch, er bekommt überall die ersten Informationen. Und woher wissen die das? Woher weiß ich was? Nee, woher weiß die Wall Street das? Nochmal bitte? Ja, woher weiß die das? Die Straße. Woher kann ich das wissen vorher? Welche Straße? Na, die Waldstraße. Nein, er bekommt von die Chicagos Börse die Informationen. Ja, und woher hat die Börse die Informationen? Ja, also, die Börse hat ja seine Informationen, weil damit beschäftigen die auch. Ach, also, die sind ja ein Lügner. Warum bin ich ein Lügner? Naja, weil sie Scheiße erzählen. Wer erzählt hier Scheiße? Ich erkläre Ihnen, wie das funktioniert. Möchten Sie mich verarschen oder was? Ja, Sie verarschen doch mich. Oder versuchen es zumindest. Aber ich bin ja nicht so blöd. Ich versuche und ich mache ja auch nichts, weil ich sage Ihnen die Informationen so, wie es sind.
Nee, Sie sagen keine Informationen, Sie erzählen Lügenmärchen. Sie haben ja keine Ahnung von Onlinehandel. Woher sollen Sie dann Ahnung haben, was ich hier rede? Ja, aber du hast ja als Recht keine Ahnung. Ich habe natürlich Ahnung, weil wenn ich keine Ahnung hätte, könnte ich Ihnen das alles nicht erzählen. Das ist ja Blödsinn, was du da erzählst. Verpiss dich, du Hurensohn. Ach, okay. Siehst du, habe ich doch recht. Was soll man da eigentlich noch sagen? Da ruft irgendein Fremder an, weiß dem Anschein nach alles besser, erzählt irgendein Dünnsches, und hat gar keine Ahnung von dem, was er da erzählt, rudert die ganze Zeit rum und wenn er dann erwischt wird beim Lügen und man kann ihn in der Lüge überführen, fängt er dann an, direkt wieder zu beleidigen und legt direkt im Anschluss nach der Beleidigung auf. So kennt man das von den Betrügern. Tja, dass das definitiv nicht bei einem seriösen Unternehmen passieren sollte, ist eigentlich klar. Ja, aber was hier auch klar ist, dass wir hier auch garantiert kein seriöses, Unternehmen in der Leitung gehabt haben. Ja, ich weiß auch immer nicht, was man dazu noch großartig sagen soll. Es ist einfach nur absolut unterirdisch, was die sich da am Telefon erlauben. Die rufen ja letztendlich bei euch privat an und ihr habt ja mit dieser Firma erstmal überhaupt nichts zu tun. Und selbst wenn ihr jetzt ein Interessent gewesen wärt, spätestens jetzt, sollte sich das Interesse ja eigentlich verflüchtigt haben. Guten Tag. Guten Tag, schön, Herr Gerold Steiner. Ja. Ich melde mich aus der Verwaltungszentrale der GWS aus München. Sie haben mir aktives Gewinnspiel Lottospiel noch nicht gekündigt. War das mit Absicht oder wollten Sie es 12 Monate kostenpflichtig weiterspielen? Oder haben Sie es vergessen zu kündigen? Ich habe nicht vergessen zu kündigen, weil ich kein Gewinnspiel mitgespielt habe. Sie haben sich ja vor 4 Monaten über das Internet registriert für 3 Monate kostenfrei bei dem Jubiläumsgewinnspiel der staatlichen Lotterie mitzuspielen. Da hatte ja jeder Bürger die Möglichkeit, 3 Monate lang ohne Geldeinsätze Bargeldgewinne ziehen zu können. Da haben sie sich mit ihren kompletten Daten registriert und diese kostenfreien Monate aktiviert. In den AGBs bei der Teilnahmebedingungen stand ja drinne, dass Sie die kostenfreien Monate bitte für das Gericht kündigen müssen, wenn Sie nicht diese 12 Monate weiterspielen und zahlen wollten. Das ist ja nicht geschehen. Wir sind gesetzlich verpflichtet, Ihnen nochmals anzurufen, um Ihnen das mitzuteilen. Das ist ja Quatsch. Keiner ist gesetzlich dazu verpflichtet, jemanden anzurufen, um Bescheid zu sagen, dass Sie ein Abo kündigen wollen. Die sind nichts anderes als Betrüger. Ich leite Ihre Akte unbearbeitet an Obstzentrale weiter. Die Kollegen werden das überprüfen und sich wiederfinden. Tschüss. Ist das in der Tat ist das widerlich. Angeblich habe ich mein Lotto-Mitspiel nicht gekündigt. Tja, ist mal ganz nett, dass die Lotto-Betrüger sich ja auch mal wieder bei uns melden. Kommt ja leider relativ selten vor, aber doch hin und wieder auch mal. Ich finde es nur einfach absolut fragwürdig, wie man so sein Geld verdienen will. Also ich sag mal, die Leute, die da sitzen, das war ja jetzt hier mal eine Deutsche, die Masche kommt ja auch aus Deutschland. Die rufen auch aus Deutschland in der Regel an. Es ist nur einfach absolut ekelhaft. Staatliche Lotterie und so ein Quatsch, das stimmt ja auch schon mal alles nicht. Und es gibt kein Gesetz dazu, dass ihr angerufen werden müsst, damit das Gewinnspiel automatisch gekündigt wird. Oder manuell gekündigt wird. Euch ruft keiner an und fragt, ja, Sie haben ja vergessen zu kündigen. Ich möchte dabei helfen, das jetzt zu kündigen. Also das ist Blödsinn. Es gab nie ein Gewinnspiel. Man will euch hier nur erzählen, dass ihr euch da irgendwo eingetragen habt. Das ist ja auch höchstwahrscheinlich der Fall, sonst würde euch keiner anrufen. Also diese hier zumindest nicht. Und da könnte es natürlich sein, dass man im Hinterkopf hat, ach ja, da habe ich mich mal irgendwann angemeldet. Habe ich wohl vergessen zu kündigen. Nur, ihr seid nie in den Vertrag eingegangen. Und das erzählen die euch hier nicht. Denn wenn ihr da jetzt bei der netten Tante irgendwas abschließt oder vereinbart und eure Kontodaten durchgebt, dann schließt ihr erst Lotto ab. Und das kündigt dann auch keiner nach 3 Monaten. Denn das läuft definitiv alle 3 Monate weiter und verlängert sich automatisch. Ja? Ja, guten Tag, Emily Otomoparal, sprich mit Herrn Madat. Ja? Sie zu erreichen. Ich rufe ihn aus dem Unternehmen Kraken. Es geht über das Thema Onlinehandel. Mhm. Haben Sie Erfahrung damit? Nee. Wissen Sie schon, was Onlinehandel ist? Nee. So, Onlinehandel ist Online-Geld zu erwerben durch die Börse. Investitionen in der Börse mit Forex, Wertpapier, Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe und so weiter. Mhm.
Vielleicht Sie haben gehört, wie kann man Geld für das Schaffen zu Hause, eine Arbeit zu haben. Sie sprechen so gelangweilt. Wie bitte? Sie sprechen so gelangweilt. Langsam oder? Nee, gelangweilt. Gelangweilt? Gelangweilt. Ich bin ein bisschen müde, deswegen. Mhm. Okay. So, Herr Madet, bei mir steht, Sie haben ein bisschen nachgeforscht über diese Sache. Und deswegen, ich habe Ihnen angerufen, ein paar Informationen zu geben. So, und wenn das möglich ist, ich nehme bei Ihnen 2 Minuten Zeit und ich erkläre für Sie weiter. Mhm. Okay, unser Unternehmen heißt Kraken, mit dieser Seite, mit dieser Plattform. Wir arbeiten seit 10 Jahren und unsere Hauptsitz ist in den USA, in San Francisco. Aber wir haben viel alles, so in Österreich, Schweiz und Deutschland. Ich rufe ihn aus Deutschland, weil wir arbeiten mit deutschen Kunden. So, alles die neue Kunde bei uns muss mal eine Konto zu eröffnen. Eine Konto bei uns zu eröffnen ist kostenlos, kostet Ihnen gar nicht. Hören Sie mich, Herr Madet? Hm. Ja? Hm. Sind Sie auch müde? Hm. Okay, muss ich weiter zu erklären? Hm? Ich mag nicht diese Antworten. Mhm, mhm. Hm. Können Sie ein bisschen sprechen? Mhm. Wieso nicht? Hm. Was passiert, Herr Mader? Na, was soll passiert sein? Wieso sprechen Sie nicht? Ich spreche doch. Wie bitte? Ich spreche doch. Okay, kann ich weiter zu erklären oder nicht? Ja, dann fangen Sie nochmal von vorne an. Wie bitte? Ja. Okay, haben Sie Interesse über diese Sache? Mhm. Mhm. Oder nicht? Mhm. Was bedeutet mhm? Das ist die Antwort auf Ihre Frage. Wie bitte? Ja. Noch einmal? Mhm. Herr Madam, ich habe keine Zeit, mit Ihnen Spaß zu machen. Hören Sie mich lachen? Können was? Hören Sie mich lachen? Wieso? Na, sehen Sie. Okay, Herr Madam, ich wünsche Ihnen alles Gute. Betrüger? Wie bitte? Sie sind Betrüger, eine kriminelle Betrügerin. Was willst du sagen? Hm, Sie sind eine kriminelle Betrügerin. Ah. Wo wissen Sie das? Ja, weil Sie sind halt irgend so eine Kakerlake, ne? Die es auf Deutsch aber versucht, die Leute zu veräppeln. Sie sind so unhöflich. Ja, ist nicht schlimm. Dafür bin ich kein Betrüger. Tschüss, du Blöder. Hm, jetzt hast du es auch noch bestätigt, du Kakerlake. Ja, tschüss. Hm, Kakerlake. Na, die war ja richtig voller Elan, ihren Job durchzuziehen. Tja, weiß ich auch nicht. Betrug bleibt's auf jeden Fall, auch wenn die ja jetzt hier noch halbwegs nett geklungen hat. Naja, aber nett ist halt auch die kleine Schwester von Pupu, ihr wisst ja Bescheid. Einfach der absolute Wahnsinn. Gucken wir mal ins nächste Gespräch. Ja, hallo, schönen guten Tag. Lisa Müller hier am Apparat. Spreche ich gerade mit dem Herrn Bastian? Hm, kacke fein. Super, das freut mich, Herr. Ich rufe Sie heute an, der Herr... Wie bitte? Ja, nur, ja. Ich rufe Sie heute an, der Herr von einer Marketingabteilung, weil Sie zuletzt bei uns eine Nachforschung getätigt haben über das Thema Online-Trading und Online-Handel. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch vielleicht daran erinnern können. Die Überleitung ist scheiße, man kann Sie nicht hören. Tut mir leid, Herr. Können Sie mich jetzt besser hören? Nee, die Überleitung ist scheiße. Hallo. Okay, es tut mir leid, dass die Störung war. Da hatten wir doch tatsächlich die gleiche Kakerlake noch einmal an der Leitung. Hm, ich weiß mal auch nicht. Die versuchen es natürlich immer wieder, aber das Skript ist tatsächlich exakt jedes Mal das gleiche, was sie da vorliest. Ja, bitte. Leider nicht. Na, also der hat hier auf jeden Fall so geklungen, als würde der von irgendeinem anderen Planeten anrufen. Das habe ich aber so tatsächlich auch noch gar nicht gehabt. Hier lag's definitiv auch nicht an der Verbindungsqualität, das war wohl eher die Qualität des Headsets. Das muss Schrott gewesen sein. Muss Larry tell more to me at the Luton? Ja, bitte? Ja. Hi, sir, how are you today? Was ist denn los? This is Marco. I'm calling you from Golden Point Invest Company.
And I wanted to share with you some information regarding financial crisis that's been going on around the globe. Uh-huh. Okay? Hello? Can you hear me, sir? What will you do? Excuse me? What will you do? Can you speak English? Nee. Und du? Ja, wenn man sich relativ häufig bei diesen Betrügern einträgt, dann erlebt man auch sowas. Dass die gar nicht erst in Deutsch anrufen, sondern direkt in Englisch. Wahrscheinlich, weil es den an deutschen Mitarbeitern fehlt und die einfach hoffen, dass der Gegenüber, ja, Englisch versteht. Nur da frage ich mich immer, wer wenigstens Englisch versteht, wer kommt denn bitteschön auf die Idee, da sein Geld einzuzahlen? Denn das Skript ist in Englisch exakt das gleiche wie in Deutsch. Einfach nur unterirdischen Blödsinn. Не слышу. Как он день? Он не спахался отправлял. Сейчас я посмотрю, я же тебе отправил. Мы за интерес поштей. Сейчас я посмотрю еще раз. Что я ему давал? Спаркасы, да? Это плохо? Und was soll das jetzt werden? Aha, das ist interessant. Schnecke. Herr Steiner, alles klar? Tja, also mein Name hat er ja gekannt. Und dann hat er einfach aufgelegt. Weiß ich auch nicht, was das werden sollte. Am Anfang hat er hier höchstwahrscheinlich, wenn ich es richtig verstanden habe, Russisch gesprochen. Ja, wenn einer von euch Russisch kann, schreibt gerne mal in die Kommentare, was der hier so die ganze Zeit von sich gegeben hat. Ja, sind da Schimpfwörter dabei, dann ja, versucht's mit ein paar Sonderzeichen dazwischen, damit YouTube das nicht erkennt und ihr da nicht, also eure Kommentare nicht direkt wieder weggelöscht werden. Das ist immer das Problem. Ja, ich find's einfach nur den absoluten Wahnsinn. Die rufen hier an, quatschen einen irgendwie voll. Ich meine, der wird hier wahrscheinlich gewusst haben, dass das ein Fake-Datensatz von mir ist, aber trotzdem. Ich meine, warum ruft denn der dann überhaupt an? Ne? Und selbst wenn das automatisch das Telefon meinen Datensatz hochschmeißt und der kennt mich schon, ja, dann legt man halt einfach wieder auf und macht nicht irgendeinen Quatsch, wenn man bei einer seriösen Firma arbeitet. Wenn ich jetzt bei einer seriösen Firma arbeiten würde und mich nervt da irgendein Kunde unberechtigt, dann würde ich ihn einfach nett und freundlich darauf hinweisen, dass er das zu unterlassen hat und wo er ja die AGBs und sowas alles von uns findet. Ne? Also dann kann man ja sagen, ja, pass auf, wir sind eine seriöse Firma, da und da kannst du gucken. Meinetwegen schicke ich dir ein Briefchen zu und dann hast du alles, was du brauchst, aber doch nicht so. Was soll das? Tja, was soll das? Das sind halt eben Betrüger. Ja, bitte. Ja, lieber Herr Steiner, Noak ist mein Name. Ich sehe hier in Ihren Akten, Sie haben beleidigt unsere Mitarbeiterin, nachdem Sie sich bei uns angemeldet haben. Ja, deswegen meine Frage an Sie, was soll das, lieber Herr Steiner? Alle Gespräche sind aufgezeichnet und ich erwarte von Ihnen Erklärungen in diesem Zusammenhang. Die Gespräche werden dann im Anschluss auf YouTube veröffentlicht, das ist richtig. Sehr schön, es ist sehr schön. Das erwarte ich auch, das mache ich auch. Aber nicht nur bei YouTube, sondern ich gehe zur Polizei, lieber Herr Steiner, ja? Das ist sehr gut. Okay. Das wünsche ich mir sogar. Ich bitte drum. Ich bitte darum. Machen Sie das am besten gleich, weil dann habe ich Ihre Daten. Aha, da hat er mich also doch erkannt und ja, was war denn das jetzt eigentlich? Wenn erst in dem ersten Stück, wo er angerufen hat, quatscht er uns irgendwie auf Russisch voll. Was auch immer er da sagt, ihr schreibt hier unten sicherlich in die Kommentare, was er da gesagt hat. Am besten mit Zeitstempel, damit die Leute und vor allem auch ich immer draufklicken kann. Und dann wissen wir, welche Stelle ihr da jetzt genau übersetzt habt. Ne? Damit man dann eben sich durchfindet, wo was hingehört in den Kommentaren. Ich glaube, YouTube hat da sogar so eine neue Funktion. Wenn man die relativ aktuelle YouTube-App hat, kann man den Zeitstempel sogar direkt am Kommentar, das kann man schon direkt auswählen, glaube ich. Ja, aber es ist Wahnsinn.
Solche Leute rufen hier an, dann erzählt er mir davon, die haben das Gespräch einfach aufgezeichnet, was ja technisch gesehen auch illegal ist und ja, weiß ich nicht. Das kann doch keine seriöse Firma sein, selbst wenn, ich finde da kaum noch Worte für. Vermutlich, was die Frau mit der Quietschestimme, die wir noch ein paar Gespräche davor hatten, ist immer ziemlich schwierig, das auseinanderzuhalten, weil man erkennt einfach nicht an den Telefonnummern, welches Callcenter ist. Und solange die sich nicht mit Firmennamen und so vorstellen, weiß man halt auch nicht, welches Callcenter ist. Na, also die rufen jedes Mal mit einer neuen gespooften, also gefälschten Telefonnummer an. Und jedes Mal, wenn eine neue Nummer im Display steht, dann heißt eben auch das Audiofile automatisch so, dass ich hier aufzeichne. Das Problem ist dann, dazwischen rufen ja auch wieder Leute an. Na, also die rufen ja nicht direkt zwingend nacheinander an. Und dadurch lässt sich das halt wirklich sehr, sehr, sehr schwer rausfinden, welcher Call mit welchem Call zusammenpasst. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr in Zukunft verpassen möchtet. Am besten gleich mit Glocke, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal hier haben. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.